Biere und Kokosnüsse? Frische Kokosnüsse, leckere Biere und ja genau, Biber. Biber, Biere und Kokosnüsse. Wie alle wissen, hat der Nico mir ja zum ersten Sieg gegen den Olli eine richtig geile Kokosnuss geschenkt. Und ich liebe ja Kokosnuss, habe ihm im Stream noch versprochen, dass ich da ein leckeres Coconut-Ceviche draus mache. Die vegane Variante eines Ceviche. Ceviche ist ein südamerikanisches Gericht aus rohem Fisch, was roh sauer mariniert wird mit Zitrusfrüchten, Limette, Zitrone, Orange. Ich mache das Ganze mal aus der Kokosnuss. Schauen wir mal, was wir da so haben. Ich habe die Kokosnuss schon aufgemacht. Hab hier das Ganze halbiert, alles ausgelöst und dann einfach angefangen, das schöne Fruchtfleisch in schöne dünne Scheiben zu schneiden. Nehmt aber nicht die getrockneten Kokosnussraspeln, weil das Schöne daran ist, an dieser frischen Kokosnuss, dass das Ganze noch eine gewisse Feuchtigkeit hat und dementsprechend auch noch schön weich ist. Wir haben hier noch Mango, die kommt noch mit rein, die macht das Ganze schön fruchtig, frisch. Die wird auch einfach nur gewürfelt. Die habe ich längst aufgeschnitten. Habe da jetzt einfach nur ein Stück von einer großen Mango runtergeschnitten. Schöner, frischer Koriander. Einfach auch klein schneiden. Ruhig richtig viel, als hätte man das Gefühl, man hat gleich einen Koriandersalat. Dann habe ich ein paar leckere rote Zwiebelchen. Und ich nehme die roten, weil die einfach noch mal ein bisschen schärfer sind. Wir machen nämlich keine Chili hier rein, sondern ich packe eine schöne Jalapeño mit rein. Jalapeño deswegen, weil die nur eine leichte Schärfe hat, aber einen richtig schönen Chili-Geschmack. Dann macht man halt so eine Sauermarinade. Ich habe ein bisschen was von der Kokosmilch, die in der Kokosnuss war, aufbewahrt. Und dann das Ganze mit Limettensaft, Salz, Pfeffer und einem Schuss Ananassaft gemischt. Und das Ganze packe ich jetzt hier dran. So, das sollte reichen. Das nennt sich im Deutschen Tigermilch, also diese Marinade, also Leche de Tigre, Tigre im Spanischen. Und wird, wenn das mit dem Fisch gemacht wird, teilweise sogar wirklich mit den Fischabschnitten, den Kräutern, den Gewürzen, Chili und der Zitrusfrucht, in meinem Fall war es Limette, gemixt, püriert und dann auf den rohen Fisch gegeben. Da gibt es immer verschiedene Varianten. Man kann das immer noch mit irgendwelchem Gemüse oder anderen passenden Zutaten abschmecken und dann einfach 10 bis 15 Minuten lang ziehen lassen. Die Säure von der Limette greift quasi den Fisch von außen an. Das Protein reagiert und der Fisch wird dann ein bisschen fester, quasi wie so eine leichte Garung bekommt er dadurch. Zu dem Coconut Ceviche, was ich für Nico und mich gemacht habe, haben wir aktuell ein echt cooles Bier auch in der Bar von den Hop Hooligans. Das A Vacation in a Glass, ein Pina Colada Sour Ale. Hier ist Kokosnuss drin, hier ist Ananas drin und das Ganze, um die Kokosnuss noch extremer darzustellen, auch der Hopfen Sabro. Und schauen wir mal, wie das dazu so passt. Oh ja, ich bin happy, dass es ohne Laktose ist. Es ist schön fruchtig, schön sauer sogar. Sehr cool. Guten Appetit. Apropos Kokosnuss. Wenn ihr nach dem leckeren Ceviche vielleicht noch die Hälfte eurer Kokosnuss übrig habt, ein geiles Coconut Imperial Stout im Kühlschrank, aber kein richtiges Glas, nehmt einfach die andere Hälfte der Kokosnuss. Geht immer. In dem Fall von Mörsleutel aus den Niederlanden das Coconut Coffee Imperial Stout Intergalactic Bounty Hunter. Oh yeah. Oh Mann. Nee, geht richtig gut. Ja. Geil. Biber, Biere und Kokosnüsse.